Ja, okay, fange ich mal an. Ich bin Elias. Ich singe und spiele Gitarre bei der Band und mache die Songs. Ja, ich bin Adrian, ich bin der Schlagzeuger der Band und alles, was trommelmäßig da am Start ist, das mache ich. Mein Name ist Johannes und ich bin der Tastateur der Gruppe. Sprich, Stage Piano, Synthesizer, Orgel, Melodika, alles, was mit Tasten zu tun hat, bediene ich. An sich betrachtet ist Elias schon nicht nur der Frontmann, sondern auch Hintermann und Gesicht der gesamten Band. Das heißt, die Songideen, die kommen von ihm. Er schleppt die Songs an. Wenn Elias was nicht gefällt, dann gefällt es ihm nicht. Dann kann man gut auf ihn einreden, aber meistens klappt das dann auch nicht und ja, er hat die Hosen an. Kommt drauf an, in welchem Kontext. Jetzt im Interview sage ich natürlich, ja, eigentlich stimmt das so gar nicht, was der Johannes gesagt hat, weil wir versuchen schon immer irgendwo, dass alle da auch zufrieden sind und jeder auch irgendwo sich einbringt. Versuchen wir, glaube ich, oft, aber es ist relativ schwierig, zumal wir 7 Leute sind und immer aus verschiedenen, also wir kamen aus verschiedenen Ecken. So unser Gitarrist zum Beispiel ist so ein leidenschaftlicher Jazzer und unser Bassist spielt sehr, sehr gerne Funk und das ist schwer, da irgendwo auf den Nenner zu kommen. Wenn man sagt, mach erstmal, dann klingt es ziemlich wustvoll, glaube ich. Und deswegen funktioniert diese Band hauptsächlich so, dass wir alle irgendwo versuchen, so was zu machen und ich am Ende einfach nur koordiniere und in die Bahn leite. Genau. Songwriting in dem Sinne kommt, glaube ich, eher nicht von extern. Ich habe letztens für einen neuen Track zusammen mit Falk von The Loft Below zusammengearbeitet. Das war sehr, sehr interessant, einfach weil wir hatten einen Song und der war soweit eigentlich schon fertig. Und ich wusste ungefähr, was ich da sagen wollte und wir hatten einen Chorus, aber dann kamst du einfach mit den Strophen nicht zurecht, weil du wolltest dann das und das und das und das und dann irgendwie auch noch frech sein und alles mit reinbringen. Und dann habe ich einfach Falk gefragt, wir haben uns in seine Küche gesetzt und geraucht und geraucht und geraucht und nach 2,5 Stunden hatten wir dann so einen Text und ich glaube, der ist ganz schön gut geworden. Und dann heizen wir durch die Kneipen, das haben wir eigentlich immer gemacht, seit es diese Band gibt, weil es besonders mit 7 Mann und unserem Sound anfangs schwierig war, als man noch quasi ganz am Anfang stand, irgendwo zu spielen, weil du nicht in den einschlägigen Jugendclubs anfangen konntest, weil da einfach halt die Bühnen zu klein waren für einen tanzenden Mann mit Didgeridoo. Und deswegen sind wir durch die Kneipen geheizt und haben so erfahren, dass es eine sehr direkte Kommunikation ist mit den Leuten, weil die Leute ja nicht da sind, um einen zu hören. Und einem im besten Fall aber trotzdem ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Und wenn man quasi so eine kleine Spanne hat, um mit denen zu kommunizieren und die davon zu überzeugen, von dem, was man eigentlich will, viel direkter finde ich noch als bei einem Konzert. Wenn man wirklich da steht und weiß, die Leute sind jetzt hier wegen dir und die freuen sich derbe, dir zuzuhören, das ist eine ganz andere Situation. Und man kann so viel besser Songs testen, glaube ich. Das hat uns am Anfang sehr geholfen, weil wir unendlich viele Songs hatten und dann aber, glaube ich, auch viel auf diesen Touren gemerkt haben, so welche Lieder letztendlich funktionieren und welche nicht. Ich glaube, das Erste, was jetzt erstmal ansteht, ist die Record Release Party, die wir gemacht haben. Wir haben ja eine EP aufgenommen nach der Fritznacht im Februar zusammen mit Ralf Brockmann in einem wunderbaren alten Studio in Köpenick bei uns um die Ecke und haben da ewig dran gesessen und jetzt ist sie endlich fertig und die kommt raus am 21.05. und wir sind hier gerade auch im F101 im Ratspalast und feiern eine große Record Release Party, da läuft gerade alles ein bisschen drauf hinaus und wenn das fertig ist, machen wir eine Tour. Aber nicht durch Deutschland. Also es wäre schön gewesen, mit der Platte quasi auf Deutschland-Tour zu gehen. Fanden wir aber langweilig. Deswegen fahren wir durch Serbien. Mit Feuershow gibt's. Dann Sechskornbrot, so eine befreundete Band von uns sind auch dabei. Feuerspucker, Tänzer. Und wir haben einfach so eine riesengroße Elektroanlage aus dem Berghain. Und dann so eine fahrende Bühne. Und so, das klingt alles sehr utopisch, aber das ist wird sehr, sehr krass und das wird quasi unsere Promotour für das Album durch Serbien. Weil besonders jetzt, wo wir auch auf Deutsch singen, haben wir, glaube ich, auch auf dem serbischen Markt sehr, sehr große Chancen, uns durchzusetzen. Also wir haben natürlich alle das ganz, ganz große Ziel vor Augen, uns voll und ganz auf die Musik konzentrieren zu können, weil es bei jedem Einzelnen von uns quasi der größte Teil des Lebens zurzeit ist. Und man kann sich natürlich nur voll und ganz auf die Musik konzentrieren, wenn man sich mit dieser Musik natürlich auch den Lebensinhalt und Unterhalt finanzieren kann. Das ist zurzeit unser Ziel. Wie wir das erreichen, diese Überlegungen gibt es zurzeit aktuell. Das ist quasi das kleine Ziel. Wie kommen wir an Geld, um uns diesen Traum zu verwirklichen, wirklich den ganzen Tag für die Musik zu leben? Ja, funktioniert eigentlich beim Verlagsvorschuss, oder? Wir sind quasi mit der EP. Diese Record Release Party soll ja auch so eine Art kleines Showcase sein. Wir haben jetzt quasi ein Konzept fertig gemacht und ein
Programm fertig gemacht, mit dem wir jetzt auf Verlagssuche gehen wollen, um dann diese EP, die wir erstmal noch selber releasen und eben auf Konzerten verkaufen und über Online-Shops, dann wirklich mit dem Verlag in Handel zu bringen und dann eben auch den Verlag im Rücken zu haben, und um die ganze Promo zu übernehmen und dann auch wirklich auch mal mit der EP, wenn sie dann über einen Verlag rausgekommen ist, auf eine richtige Promotour in Deutschland zu gehen. Das ist natürlich, glaube ich, erstmal das Ziel für Herbst, dass wir eine coole Tour zusammen kriegen mit einem Team, das uns da unterstützt. Ja, letztendlich, was du bei der Fritznacht gewinnst, ist ja nicht wirklich Geld, oder du kriegst keinen Preis, du kriegst keine Studioaufnahmen finanziert in dem Sinne. Aber was du halt gewinnst, ist mit einem Schlag für eine kurze Zeit unglaublich viel Aufmerksamkeit. Wie so ein kleiner Hype, den du dann hast. Und das hat uns insofern was gebracht, dass dann viele Leute auf uns zukamen, zum Beispiel, also natürlich Leute, die Musik gut fanden und dann auch in der Zukunft immer zu Konzerten kamen, aber vor allem auch Leute, die sich für die Musik interessiert haben und die meinten, sie können dazu was beitragen. Wie zum Beispiel das Studio, in dem wir die Platte aufgenommen haben, oder Leute, die jetzt für uns die Technik übernehmen wollen, dass wir einen festen Mischer haben, oder Leute wie der Verein Bricolage, die jetzt für uns einige Sachen abnehmen bei der Veranstaltung unserer Record Release Party, oder die auch dafür zum Beispiel sorgen, dass der ganze Saal hier quasi in eine riesengroße Modellwelt verwandelt wird. Also so heißt ja auch die EP. Und dass wir quasi das ganze Design von der CD, von den T-Shirts aufgreifen und diesen ganzen Abend in so einer riesengroßen Blase machen. Und einfach, dass solche Leute dann auf dich zukommen und auf dich aufmerksam werden und man dann quasi Partner für die Arbeit findet, das war, glaube ich, das Allergrößte, was die Fritznacht gebracht hat. Mehr als ein kleines Preisgeld oder irgendwas. Das ist, glaube ich, bei weitem wertvoller. Bricolage helfen uns vor allem dabei, Sachen zu organisieren, die nicht unbedingt unmittelbar mit der Musik, quasi was mit dem auf der Bühne passiert, zu tun hat, sondern mit dem, was quasi drumherum passiert. Die haben ja die Veranstaltungen wie Rohkost und Feinkost, die ja nicht nur Konzert- oder DJ-Veranstaltungen sind, wo es immer um ein größeres Konzept geht und dass sie dann mit verschiedenen Raumgestaltern aus Designen oder passendes Essen dazu machen. Also relativ absurde Ideen eigentlich, aber es funktioniert ja, und damit sind die, glaube ich, ziemlich auf einer Wellenlänge mit uns, und da findet auf jeden Fall zurzeit ein reger Austausch über einige Ideen statt, was Veranstaltungen oder Promo oder einfach Kunst angeht. Sehr schön. Ich persönlich freue mich tierisch auf die Platte. Ich konnte schon mal reinhören in den Mix und es fetzt einen einfach so die Ohren weg. Mir hat es die Ohren weggefetzt. Die Zusammenarbeit mit Ralf Brockmann war auch super in unserem Köpenicker Studio. Elias hat natürlich dann sein Los ziehen müssen und war wirklich dann jeden Tag von früh bis abends auch da. 25 Stunden. 25 Stunden, jeden Mittag quasi. Alle anderen Instrumentalisten, die haben eben da ihre 2-3 Tage verbracht, haben ihren Kram eingespielt, aber Elias war dann auch immer jeden Tag da und hat eben Probe gehört und was geht nicht. War eine schöne Zusammenarbeit, war sehr entspannt, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und das Ergebnis ist relativ unglaublich, phänomenal, unfassbar. Also relativ man kann sich wirklich, wirklich freuen auf die neue Platte. Es ist ein neuer Animal Sound, den man so noch nicht gewohnt ist, der ihn aber definitiv überzeugen wird. Natürlich wird es nicht nur von Fritz ausgetragen, dieser gesamte Wettbewerb, sondern der Admiralspalast trägt dazu natürlich auch einen ganz, ganz großen Teil bei, nicht nur durch die Bereitstellung des Raumes, sondern es ist halt eine ganz, ganz große Co-Produktion, und da hängen natürlich auch Produktionsleiter vom Admiralspalast mit drin und die sagen, ey Leute, ihr habt gewonnen, wir wollen euch einen Gefallen tun, was können wir für euch machen? So, wollt ihr hier nicht vielleicht mal ein kleines Konzert organisieren oder wollt ihr mal vorbeikommen, euch unsere Veranstaltungen angucken? Und dann haben wir gesagt, hey, ja klar, natürlich Konzert, wir suchen eine Location für unsere Record Release Party. Und jetzt sind wir hier drin gelandet und es wird fantastisch. Okay, pass auf. Also Leute, wir haben jetzt lange darüber geredet, über die Modellwelt Record Release Party von uns, Elias and the Animals Orchestra. Alter. Am 21.05. Es ist jetzt quasi soweit, die Platte kommt raus. Mit von der Partie sind The Love Below und Jessica Nabis. Im F101 Admiralspalast. Quasi hier. Wird so krass, wird so voll, wird so laut. Es wird tausendmal geiler klingen, als dieses Plakat aussieht. Also macht euch auch was gefasst. Präsentiert von Radio Fritz, veranstaltet von Bricolage. Karten gibt's unter 030 4799 7499 oder unter admiralspalast.de. Alle weiteren Infos gibt's auf facebook.com/Kenter. Also, komm vorbei, es wird großartig. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben keine Ahnung, doch anscheinend einen Plan. Wir laufen diesen Tag nicht so schlecht, nicht so weit.
Es hat auch immer echt einen Dollar zurück.